Hallo, hier ist die Anja von Die Frau am Grill. Wir knöpfen uns heute leckere Chicken Drumsticks im Buffalo-Style vor. Schneidet mit einem scharfen Messer bei den Hähnchenunterkeulen rund um den Knochen und trennt so die Sehnen, Fleisch und Haut voneinander. Dann zieht ihr das Fußgelenk vom Knorpel und schiebt die Haut etwas nach unten. Nun wendet ihr die Drumsticks in einer Marinade aus Paprikapulver, Pfeffersalz und Öl und packt sie in einen Gefrierbeutel, den ihr verschließt. Fürs genaue Rezept lohnt sich ein Blick in die Videobeschreibung. Alles gut durchkneten, damit die Marinade einziehen kann. Das Ganze gibt ihr dann für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank. Danach werden die Hähnchen für ungefähr 45 Minuten indirekt bei 180 Grad gegrillt. Bedient euch hierfür am besten eines Hähnchenhalters. Nach ungefähr 30 Minuten der Grillzeit bepinselt ihr die Drumsticks mit der Buffalo Sauce. Für einen intensiveren Geschmack könnt ihr dies gerne mehrmals machen. Ich wünsche euch viel Spaß, guten Appetit, bis zum nächsten Mal.